Auf Lunge. Oh, das ist ja mal eine besonders schöne Lunge, sagt die Lungenärztin, während sie auf mein Röntgenbild guckt. Ich bin ein bisschen verlegen. Noch nie hat mir jemand wegen meiner Lunge und schon gar nicht wegen eines Röntgenbildes ein Kompliment gemacht. Wer weiß, vielleicht sind noch viel mehr meiner inneren Organe von geradezu bezaubernder Anmut oder seltener verführerischer Schönheit. Womöglich habe ich formvollendete Nieren, eine berückende Leber oder ein verheißungsvoll attraktives Dünndarmgeschlinge, mit dem ich quasi jede Internistin um den Finger wickeln könnte. Vielleicht sollte ich bei Gelegenheit ein paar zusätzliche Abzüge meiner Röntgenbilder machen lassen, um in passenden Momenten, also auf Partys oder auch bei Essenseinladungen, eventuell anwesende Ärztinnen mit den Aufnahmen meiner inneren Organe beeindrucken zu können. Du liest doch gerade. Gibt's auch eine Röntgen-App? Alles, was man mir bislang diesbezüglich gezeigt hat, waren Ultraschallbilder von kommenden Kindern. Soweit ich mich allerdings erinnere, hat mir noch nie eine Frau so ein Ultraschallbild gezeigt. Es waren immer die vor Stolz platzenden Männer, die mich beifallheischend damit wedelten. Guck mal! Guck mal! Die damit beifallheischend wedelten. Guck mal! Du! Ich hab Bilder, richtige Bilder, willst du mal sehen? Ein eigentlich nicht war da schnell überhört. Stattdessen musste man dringend Sachen sagen wie, boah, ist das toll. Das sind ja richtige Bilder. Boah, das sieht ja toll aus, ey. Schon fast wie ein Mensch sieht das aus. Ganz der Vater. Unglaublich, was heutzutage technisch möglich ist. Man sieht ja alles. Dazu musste natürlich immer wieder betont werden, wie wunderschön dieser helle Fleck auf dem schwarzen Ultraschall ist. Sagte man mal etwas Ehrliches oder Sinnstiftendes, wie kaum zu glauben, dass dieser kleine Knopf in gut 16 Jahren schon bekifft und besoffen über der Hermes Kirche sein wird, erntete man in der Regel weitaus mehr Kopfschütteln als Dank. Das galt selbst für sensibel humorvolle Prophezeiungen wie, wenn man sich das mal vorstellt, dieser kleine süße Punkt wird eines Tages ein großes Mädchen sein, das seine Eltern in der Pubertät peinlich findet und sich vielleicht einen schönen Spaß daraus macht, Mutter und Vater mit einem gefakten eigenen Ultraschallbild zu erschrecken. Die Lungenärztin betrachtet immer noch mein Röntgenbild. Richtig hübsch, sagt sie. Sie finden meine Lunge schön? Ja, in der Tat, sehr symmetrisch, klar in der Form, aber doch zart, fast filigran in den Ausführungen. Jetzt werde ich ein bisschen rot. Wenn man sie so sieht, dann kann man kaum glauben, dass das ihre Lunge ist. Bitte? Naja, um es kurz zu sagen, ihre Lunge sieht schon sehr, sehr viel besser aus als sie. Teile der Ärztin mit, dass wir in diesem Land freie Arztwahl haben. Und sie sich lieber mal überlegen soll, was sie so sagt, weil sonst nämlich... Sie lacht. Offensichtlich denkt sie, ich hätte einen Witz gemacht. Ich spreche noch etwas schärfer. Das war kein Scherz. Ich kann hier meine Krankenkassenkarte nehmen und direkt... Sie lacht lauter. Na, Evas. Haben Sie gesehen, wie voll das Wartezimmer ist? Wie lange haben Sie auf diesen Termin gewartet? 5 Wochen? 6 Wochen? 2 Monate? Meinetwegen können Sie Ihre Krankenkassenkarte mit Reißzwecken belegen und aufessen. Das beeindruckt mich auch nicht. Wenn Sie vor ein paar Jahren gekommen, da dachte ich noch, oh, ich müsste einfühlsam sein. Ich darf meine Patienten nicht zu viel zumuten. Ich muss ihnen immer sofort helfen, koste es, was es wolle. Jederzeit für jeden Verständnis und vor allem Zeit, ganz viel Zeit haben. Das habe ich auch lange durchgehalten. Ich hatte zwar Magendrücken, war ständig müde, bekam nervöse Zuckungen, aber ich habe durchgehalten. Bis zu dem Tag, an dem mir endlich die Sicherungen durchgebrannt sind. Wir sind zusammengebrochen. Burnout-Syndrom? Nein, natürlich nicht. Ich habe meine Patienten angeschrien. Richtig laut angeschrien. Dann habe ich ihnen fröhlich die Wahrheit gesagt. Oder ihnen irre lachend ihre Fehler und Unzulänglichkeiten um die Ohren gehauen. Ich habe sie warten lassen. Richtig lange warten lassen und mich offen über ihre Gebrechen lustig gemacht. Mir ging es plötzlich prächtig. Ich fühlte mich frei und ausgeglichen. Aber das Allerbeste, meine Heilungs- und Erfolgsquote ist seitdem um gut die Hälfte gestiegen. Triumphierend schaute sie mich an, ihre Augen leuchteten. Aber ihre Patienten waren doch bestimmt sauer, wenn die sie so behandelt haben, versuchte ich zu widersprechen. Ach was, in Berlin kann man das machen. Da geht man dann als Original. Die Leute hier können sowas locker ab. Sind eben nicht alle so Mimosen wie Sie, Herr Wegewas. Sie kleines Dickerchen, Sie. Sie finden, ich bin zu dick? Schwer zu sagen, das ist natürlich auch Geschmackssache. Ja, so ähnlich wie mit dem Fisch,
der 5 Tage in der Sonne liegt. Die einen sagen, er stinkt, die anderen finden, ach Gott, wenn man sich an den Geruch erstmal gewöhnt hat. Der 5 Tage in der Sonne gelegen hat? Nein, natürlich nicht. Gemessen an ihrem Aussehen riechen sie eigentlich so weit ganz okay. Oh, danke. Ach, da nicht für. Also fassen wir mal zusammen. Es stimmt, sie sind zurzeit kurzatmig. Außerdem arbeitet ihre Lunge bei weitem nicht auf 100%. Das ist schon eine grundsätzliche Entzündung, die wir behandeln müssen. Aber ihre eigentlichen Beschwerden haben nichts mit der Lunge oder ihren grundsätzlichen körperlichen Voraussetzungen zu tun. Das ist nämlich alles prima, nur sie sind zu doof. Stutze. Und mit dieser Art der Behandlung haben Sie wirklich immer bei allen Patienten Erfolg? Nicht bei allen. Aber darum geht es ja auch nicht. Das Wichtigste ist doch, dass man Spaß an der Arbeit hat. Jetzt beginnen Sie tatsächlich fast zu singen. Also, Sie essen zu viel und zu ungesund und bewegen sich zu wenig, das ist alles. Wäre Ihr Körper ein Kind und ich das Jugendamt, würde ich Ihnen das Sorgerecht entziehen. Wollen wir meinen Körper wegnehmen? Das sagen wir mal so. Für Ihren Körper wäre es wahrscheinlich schon das Beste, wenn er in einem Heim aufwachsen würde. Heim? Ja. Könnte ich ihn denn da wenigstens mal besuchen? Nein, da wäre jeglicher Kontakt untersagt. Aber leider, leider darf ich Ihnen Ihren Körper ja nicht wegnehmen. Und deshalb versaue ich Ihnen nur Ihr Leben und setze Sie auf Diät. Die Sprechstundenhilfe gibt Ihnen einen Bewegungs- und Ernährungsplan. Ich will was Originelles, Schlagfertiges sagen. Gehe in Angriffsstellung, öffne den Mund und höre mich dann überraschenderweise Danke sagen. Bitte, bitte. Und husch, 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 husch. Raus jetzt. Ich habe auch noch andere Patienten, die heute noch beschimpft werden wollen. Als ich der Sprechstundenhilfe den Zettel der Ärztin mit den Notizen zu meinen Medikamenten und den Ernährungsplan gebe, lächelt diese und sagt, oh, ich glaube, die Frau Doktor hat sie richtig gern. Und ich trottel, freue mich darüber. Wahrscheinlich ist das ihr eigentlicher Trick.